Ein Wheelstand, der es mit einem Direct Drive Wheel aufnehmen kann? Dieser Frage werde ich auf den Grund gehen. In Teil 1 erwartet euch das Unboxing und die Montage des Next Level Racing Wheelstand DD for Direct Drive Wheelbase. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Kapitel Nummer 1, der Disclaimer. Next Level hat dieses Testmuster des Wheelstands zur Verfügung gestellt, damit ich dieses sehr ausführlich für euch testen und in meinem Kanal reviewen kann. Bevor wir loslegen, ein herzlicher Dank an Florian, Karl und Alexander. Vielen Dank für eure Spenden, diese werden zweckgebunden in meinem Kanal verwendet, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 2, Preis und Bezug. Der Next Level Racing Wheelstand 4DD ist bei sämtlichen gängigen Händlern derzeit in dem Preisbereich von 270 bis 280 Euro verfügbar. Kapitel Nummer 3, die Zielgruppe. So ein Wheelstand wurde dazu entwickelt, eine platzsparende Lösung für deine Simracing-Peripherie zu schaffen. Wenn möglich auch mobil und, wie gesagt, platzsparend die wichtigsten Argumente für einen Wheelstand. Gleichzeitig hat sich Next Level vorgenommen, einen Wheelstand zu konstruieren, der den Kräften einer Direct Drive Wheelbase, die über 10, 15, 20 Newtonmeter oder darüber hinausgehen, standzuhalten. Klarerweise werden wir dieser Frage auf den Grund gehen. In Teil 2 erwartet euch das gewohnte Ron Reviewed in Gefahr und ich werde diesen Wheelstand mit meinem Direct Drive Wheel auf Vollanschlag betreiben und mal sehen, ob dieses Ding den Versprechungen standhält. Kapitel Nummer 4, die Erweiterungsmöglichkeit. Wenn euch der Name Next Level etwas sagt, da werden viele von euch an die Next Level Motion Plattform V3 denken. Das ist eine Plattform, die man sich unter den Sitz schraubt und ihr habt einen Motion Rig, einen Seat Mover, genauer gesagt am Start. Next Level wird für diesen Racing Wheelstand als Zubehör optional eine Erweiterung bieten. Dann könnt ihr hier diesen Wheelstand zu einem vollwertigen Cockpit machen, hier einen Sitz damit verschrauben, drunter die Motion-Plattform anbringen und so habt ihr hier ein voll kompatibles, erweiterbares Rig. Nächstes Kapitel, der Lieferumfang. Euch erreicht dieser Next Level Racing Wheelstand 4DD in der unscheinbaren, relativ schlank gehaltenen Verpackung. Dieses Ding hat insgesamt ca. 20-25 Kilogramm und ihr bekommt hier so eine relativ formschöne Formrohrkonstruktion geliefert. Die Grundkonstruktion besteht aus Formrohren 40x40 mm, eine Metall-Stahlkonstruktion mit diversen Lochbohrungen und so weiter. Sämtliche Metallteile, das seht ihr hier, die sind schwarz pulverbeschichtet. Weiters habt ihr hier seitlich diese Next Level Racing Aufkleber des Logos angebracht und hier frontseitig, das seht ihr hier, habt ihr nochmal ein großes Next Level Racing Logo am Start. Beim Grundrahmen, da könnt ihr Stellfüße oder entsprechende Rollen anbringen. Je nachdem, ob ihr dieses Ding eher stationär oder mobil ausgeführt haben wollt. Kommen wir zu den Materialausführungen. Ihr habt hier eine sehr solide Wheelbase-Halteplatte. Metallstärke 3 mm. Das gleiche gilt hier unten für die Pedalhalteplatte. Die Aufnahme für die Pedalhalteplatte und die Pedalhalteplatte selbst wurde aus 3 mm starken Metall gefertigt. Hier seitlich am Wheelstand könnt ihr noch so einen Profilarm anbringen. Der ist mit dem Lieferumfang dabei und ihr könnt hier eine Handbrake, einen Shifter direkt auf diesen Profilarm montieren. Das komplette Unboxing, das habe ich klarerweise wie immer live aufgenommen. Diesen Live-Mitschnitt, den werde ich in Zeitraffer für euch zusammenschneiden und hängen jetzt hier an dieser Stelle mit rein. Viel Spaß damit!
Zurück vom Unboxing und weiter geht's mit der Montage des Wheelstands. Schritt Nummer 1, der Grundrahmen selbst wird mit den Seitenprofilen für die Pedalaufnahme versehen. Schritt Nummer 2, diese Holme für die Wheelbase-Halteplattenaufnahme, die verschraubt ihr hier mit dem Grundgerüst des Wheelstands. Schritt Nummer 3, die Wheelbase-Halteplatte selbst wird montiert. Ihr habt hier seitlich so Langlöcher, mit denen ihr den Winkel eurer Wheelbase verstellen oder anpassen könnt. Bedenkt, eine Direct Drive Wheelbase beispielsweise von Fanatec hat kein Winkelprofil mitgeliefert und ihr seid auf einen Anstellwinkel, um ergonomisch unterwegs sein zu können, von etwa 10 bis 15 Grad angewiesen. Schritt Nummer 4, bringt das Pedalprofil an und wählt auch hier eine Voreinstellung des Anstellwinkels eurer Pedalhalteplatte von etwa 10, 15 Grad und tastet euch heran. Nächster Schritt, montiere direkt auf das Pedalprofil die Pedalhalteplatte, auf denen du dann deine entsprechenden Pedale verschrauben kannst. Nächster Schritt, montiere hier den Seitenarm für den Shifter und Handbrake-Halter. Schritt Nummer 7, bringe die Halteplatten für die Verstellung deiner Handbrake und deines Shifters auf diesem Arm an. Schritt Nummer 8, wähle, ob du fixe Standfüße oder Rollen mit deinem Rig verbinden möchtest. In meinem Fall habe ich das Default-Setting gewählt. Ich habe hier im vorderen Bereich fixe Standfüße, die ich Höhen verstellen kann. Und hier bei der Pedalhalteplattenaufnahme habe ich die Rollen montiert, um diesen Wheelstand mobil am Start haben zu können. Und der letzte Schritt, ihr seht, die Pedalhalteplatte steht je nach Anwendungsfall etwas über das Rig oder über diesen Wheelstand hinaus. Hier kannst du im Vorderbereich der Pedalhalteplatte eine Versteifung der Pedale mit so einem langen Schrauben und Muttern entsprechend einspreizen, damit dieses Ding dann hier bei hohem Pedaldruck nicht nachgibt. Kommen wir zu einem Fazit nach der Montage. Dieser Wheelstand wurde in meinen Augen sehr ordentlich gefertigt. Die Löcher passen zusammen, ihr habt hier beim Zusammenschrauben keine Frickelei. Weiters wurden die Schweißnähte sauber verarbeitet. Ihr seht hier von einem Schweißroboter angebrachte Schweißnähte, die sind sehr gerade und sehen wunderbar aus. Das Montagematerial ist sehr übersichtlich verpackt und auch vollzählig hier vorhanden. Weiters fällt auf, dass dieses ganze Montagematerial relativ großzügig in den Durchmessern, in den Längen der Schrauben ausgeführt ist. Bezüglich der Montagedauer, du benötigst keine speziellen handwerklichen Kenntnisse. Sogar das Werkzeug ist beigelegt, um dieses Ding miteinander zu verschrauben. Wenn du es gemütlich angehen lässt, dann bist du in etwa einer knappen Stunde fertig und kannst auf diesem Ding deine Simracing-Peripherie anbringen. Ein Fakt, der sofort ins Auge sticht, wenn ihr dieses Ding verschraubt habt, ist diese extrem platzsparende Ausführung. Ihr habt hier in der Breite des Wheelstands ohne diese Halteplatte für den Shifter und die Handbrake in etwa 55 cm, das ist ein guter halber Meter. Bei der Länge variiert das Ganze. Die Länge ist variabel. Das Grundgerüst selbst, da seid ihr bei einer Länge von etwa 67 cm. Wenn ihr eine überstehende Pedalhalteplatte hier montiert, da kommt ihr auf in etwa 75 cm Länge hin, so wie bei mir der Fall. Und mit dieser Montage der Aufnahme für Shifter und Handbrake komme ich jetzt auf eine Länge von ca. 90 bis 95 cm. In Teil 2 geht's weiter mit der Montage meiner Peripherie. Ich schnappe meine Podium Wheelbase, meine Häusingfeldpedale, meinen Shifter, meine Handbrake, montiere alles auf diesem Wheelstand und dann gehen wir mit diesem Ding auf die Rennstrecke. Und nun seid ihr im Zug. Postet bitte in den Kommentaren mit rein, was ihr von so einer Lösung haltet. So eine platzsparende Fertigbaulösung, die mobil ist. Ist das ein Ding, das vielleicht für dich in Betracht gezogen wird? Benötigst du ein platzsparendes Ding, das mobil ist? Wie gefällt dir dieses Ding? Poste bitte unten mit rein. Ich versuche jede Frage, jedes Kommentar von dir zu beantworten. Ich freue mich auf Teil 2, hoffe, ihr schaltet wieder mit ein und liebe Grüße. Vielen Dank fürs Dabeisein, euer Ron.